Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. So, recht herzlich willkommen zur 10-Euro-Überraschungsshow. Schön, dass Sie dabei sind, denn wir haben in den kommenden knapp 30 Minuten jeden einzelnen Artikel, den Sie zu sehen bekommen, auf gerade mal 10 Euro herunterreduziert. Und die nächste gute Nachricht: Sie dürfen sogar gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Das ist Schnäppchenjagd pur. Allerdings wissen wir beide leider überhaupt nicht, was wir Ihnen zeigen werden. Das weiß nur eine, das ist unsere Monika. Und die holen wir jetzt gerne mal dazu, denn die macht noch ein kleines Geheimnis daraus. Ja. Wir versuchen ja immer wieder hier mal so ein bisschen was zu entlocken, aber das ist der einzige schwarze Fleck in unserer Disco. Dankeschön. Wo wir nicht sehen können, was da kommen wird. Nee. Dankeschön. Nein. Nein. Gar nicht. Wir gehen durch diverse Sparten unseres Produkts. So, mal schauen. Oh. Duckkatalogs. Oh ja, die ist schön. Oh, diese schönen Lampen. Die ist sehr schön sogar. So, lass mal gucken. Eine Mondlampe, so eine indirekte Beleuchtung, oder indirekte, direkte Beleuchtung, wie man es nennen möchte. Eine dezente Beleuchtung ist das passende Wort. Schau mal hier, auf praktischem Holzsockel. Und ich weiß nicht, welche ist das? Ist das die mit den drei verschiedenen Farben? Ja, ganz genau. Die ist aber richtig schön hier. Und die wechselt die Farbe ganz einfach, indem man sie berührt. Das ist ein gewisser Touch-Effekt. Mhm. Und diese ganze Kugel hier, diese ganze Lampe sieht original so aus wie der Mond, hat auch eine entsprechende Maserung. Ich habe übrigens eben vom Studio noch gesehen, dass wir wieder auf Vollmond zugehen. Ja. Ja, oh. Sah also so ähnlich aus wie das hier, nur ein bisschen diesiger vom Wetter her. Da hat man hier einen deutlich besseren Blick. Und wenn man die hier anfasst, komm hier, zack, aus. So. Oh. Das wäre eher so ein Kaltweiß, so ein Vollmondweiß. Ja? Dann haben wir natürlich jetzt hier noch so ein Orange, was ich auch sehr schön finde. Ja, das ist so eine etwas gemütlichere Farbgebung. Also ganz einfach mit Touch die Farbe wechseln oder sie ganz einfach in einer Farbe belassen. Und das Schöne ist, diese Kugel ist akkubetrieben. Man kann sie natürlich auch mit Dauerstrom versorgen, das ist klar, mit dem USB-Kabel, was dabei ist. Ja? Aber man kann sie natürlich auch ganz einfach mal hier mit einem Akku dorthin stellen, wo man vielleicht keine Steckdose zur Verfügung hat. Finde ich auch als Nachtlicht mal eine schöne Variante. Ja, super schön. Sieht richtig gut aus, auch mit den verschiedenen Farben. Gefällt mir gut, dass man die einfach mit Berühren verändern kann. Bis zu 6 Stunden leuchten die mit einer Akkuladung. Ist vielleicht auch was fürs Kinderzimmer, für Kinder, die bei Dunkelheit nicht schlafen können. Du warst so ein Kind, Moni, ne? Ja, ich konnte da nicht schlafen. Ich hatte dann echt Angst. Ja, viele Kinder haben Angst. Und das ist mal so eine schöne, schöne Lampe. Das Schöne ist auch die Maserung, also die Haptik dieses Mondes. Da sind richtig kleine Krater drauf und das fasst sich richtig toll an. Der Holzständer ist auch noch dabei, dass wir also gleich eine schöne Position für den finden können. Und dann steht er da und leuchtet ihnen durch die Nacht, bringt ihre Kinder sicher durch die Nacht und sieht einfach klasse aus. Wunderschöne Leuchte. Im Moment haben wir uns doch sowieso, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, finde ich es immer schön, wenn man irgendwo so einen gewissen Lichtkegel hat, irgendwo, man sagt ja immer, das Auge sucht das Licht, aber es muss ja nicht unbedingt dann gleich eine Stehlampe irgendwo im Eck sein oder das große Licht dann eben im Wohnzimmer oder in einem anderen Raum. Im Schlafzimmer finde ich es auch als Nachtbeleuchtung sehr schön, auch für die Erwachsenen, gerade in diesem Warmweiß, in dieser schon fast orangenen Farbgebung, macht ein sehr, sehr schönes, ganz dezentes Licht im Raum und sieht einfach klasse aus. Finde ich von der Größe her perfekt und dass auch der Holzsockel dabei ist. Das ist also eine sehr, sehr schöne Variante hier. Wie lange sagst du, hält der Akku? Der Akku hier hält bis zu 6 Stunden. Das ist amtlich. Hier steht, entdecken Sie den wohl bekanntesten Begleiter am Nachthimmel aus nächster Nähe. Das ist diese 3D-Maserung, die da oben drauf ist. Ja. Dadurch fühlt sich der so toll an. Wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man die auch. Ja. Also es ist eine richtig klasse Sache hier, der eben auch relativ robust ist. Das macht also auch nichts, wenn der mal runterfällt hier. Wir haben den von Diana testen lassen. Wenn Geräte, die den Diana-Test besteht, dann können Sie sich darauf verlassen, dass die robust sind und ja, für uns praktisch unkaputtbar hier. Ich meine, ich habe den Mann im Mond gesehen. 15 cm Durchmesser, was? Ich habe den Mann im Mond gesehen. Hast du den Mann im Mond gesehen? Ja. Moni sieht die Zukunft, glaube ich. Ich sehe die Zukunft. Was siehst du denn? Ich sehe, dass wir gleich das nächste Produkt haben und dass dieser Mond nur 10 Euro kostet. Der Mond kostet nur 10 Euro, den können Sie bis zu 5-mal bestellen. Die Bestellnummer ist die NX8964 und die 569. Ein super Start in unsere 10-Euro-Überraschungsshow. Das Produkt dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Die Preise gelten übrigens nur für 2 Stunden oder solange unser Kontingent reicht, was immer eher passiert.
wenn so Sachen, tolle Sachen dabei sind, dann kann das schon mal passieren, dass die innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft sind. Wenn Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt, rufen Sie am besten sofort unsere gebührenfreie Telefonnummer an. Die können Sie anrufen, so oft Sie wollen. Wir sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Cool. Wollen wir weitermachen? Sehr cool. Gerne sogar. Bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Also das für ist uns so ist die Sendung ja auch immer sehr, sehr spannend. Ne? So eine typische Geschenkefindesendung. Häufig hast du ja wirklich da mal so ein paar Leute, wo du sagst, Mensch, boah, jetzt mal nicht unbedingt so tief in die Tasche greifen. Trotzdem hätte ich gerne mal eine Kleinigkeit zur Hand. Einfach mal was Praktisches oder mal was Schönes, mal was Lustiges, mal ein Schmunzler oder sowas mit dabei. Und jetzt haben wir hier, ist das unser Mini-Luftreiniger. Ja. Oh, die sind wirklich klasse. Für den Kühlschrank oder für Schuhregal. Ja. Hat eine Kollegin von uns kürzlich noch getestet in ihrem Auto und sie war hellauf begeistert. Ja. Also eine Nacht lang stehen lassen und sämtliche Gerüche waren entsprechend verschwunden. Ein Luftreiniger quasi für kleine Räumlichkeiten. Das könnte beispielsweise ein Auto sein. Das ist aber auch ein Kühlschrank, wo es mitunter also auch schon mal so ein bisschen unangenehm riecht. Wir haben mal so ein Stück Käse oder irgendwie sowas drin oder andere Geschichten, dann kriegt man die Gerüche damit super raus. Schuhschrank, wo man natürlich dann auch mitunter schon mal so Düfte hat, die man jetzt nicht gerade so dolle findet. Aber hier ganz einfach mal in den Kühlschrank reinstellen. Dann hat man ganz einfach hier so quasi einen Duftvernichter. Das ist ein Mini-Ionisator, der Geruchspartikel, die wir Menschen als unangenehm empfinden, also Geruchsmoleküle, aufspaltet in die einzelnen Atome. Zwei, drei verschiedene Atome zu einem Molekül sind etwas, was wir als Geruchsbelästigung empfinden. Jedes einzelne Atom, also jedes einzelne Element davon, ist dann eben nicht mehr ganz so dramatisch. Super. Ist einfach eine tolle Angelegenheit im Auto. Ja, wenn du im Auto mal geraucht hast. Oder mit Haustieren im Auto, wenn die mal mit ihrem nassen Fell nach dem Gassi gehen im Auto sitzen. Ja, gerade jetzt so in der nasskalten Jahreszeit. Also so ein Hund, so lieb man die hat, aber wenn die nass sind, dann riechen die nicht ganz so gut. Hier so ein Schuhschrank. Teppich. Ja, aber natürlich auch im Kühlschrank. Es ist ja so furchtbar. Weißt du, da hast du aus Versehen mal deinen super teuren Camembert, der sich sowieso kaum bändigen lässt in seinem Geruch, neben der Milch stehen und dann schmeckt deine Milch nach super gutem Camembert. Boah. Das ist nicht so ganz toll. Ja, möchtest du auch ein bisschen Camembert in deinem Kaffee? Ja, das will kein Mensch. Oder Katzenfutter. Aber das sind doch die besten, ne? Diese Camemberts, die also... Also wenn du sagst, der stinkt, dann sage ich, der muss stinken. Der muss stinken. Ja, der muss stinken. Je mehr der stinkt, desto besser ist er. Aber wenn man die Kühlschranktür aufmacht und dann wieder zu, hat man den Duft natürlich auch 2 Stunden dann in der Küche drin stehen. Im Moment ist das mit dem permanenten Lüften ja sowieso so eine Sache. Probieren Sie es mal aus. Es ist wirklich eine hervorragende Allzweckwaffe quasi gegen unangenehme Gerüche. Und das weiß auch der Hubert aus Bad Lasve sehr zu schätzen. Die Luft, also die Atmosphäre in einem Raum wird über Nacht erfrischend neu, wie draußen an der frischen Luft, schreibt er uns. Ja. Und die Inge aus Berlin ergänzt noch, habe das Produkt schon mehrfach gekauft, teilweise verschenkt und alle sind zufrieden. Ich im Übrigen auch, kann man nur weiterempfehlen. Gerade bei Autos finde ich, es ist eine tolle Anwendung oder wie gesagt, im Schuhschrank. Ja, wenn du da mal so ein paar muffige Schuhe reinstellst und so weiter. Gerade die mit so einer Fellsohle. Ja, oder auch in der Waschküche. Weißt du, wenn man beim Sport war und das ist alles so klamm. Auch schön. Sneaker ohne Socken, die haben auch so ein eigenes Duftaroma. Gut, machen wir einfach weiter. Wir haben ja eine schöne Sendung für Sie vorbereitet und möchten natürlich auch nur schöne Sachen sehen und über schöne Sachen reden. Aromatisch geht es jetzt auch weiter, höre ich gerade. Ich bin gespannt. Das macht mich jetzt neugierig. Jetzt pass auf, Achtung, jetzt bin mal gespannt. Ach, Aroma, nee. Aroma. Oh ja. Ein magnetisches Gewürzboard mit 6 Gewürzstreuern. Das ist aber cool. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gesehen. Das ist aber echt cool. Guck mal hier. Ui. Wow. Und das ist magnetisch. Das ist magnetisch. Das kannst du an die Wand hängen? Kann ich das versuchen oder fällt das runter? Das ist magnetisch. Ist ja der Wahnsinn. Ich bin mutig hier. Guck mal hier. So, nicht, dass Sie denken, ich behupste Sie. Die sind entsprechend. Zack, hier dran. Moment, ich drehe es mal in Ihre Richtung, können Sie es besser erkennen. So, also eine Magnetwand, also eine Gewürzwand. Ja, das sind Gewürze hier in diesen entsprechenden Behältern. Und die hier, die sind ganz einfach magnetisch da drauf. Das ist ja praktisch. Das ist ja echt cool hier, oder? Ja, vor allem, man sieht von oben, was da drin ist. Guck mal, da kann man sogar was raufschreiben dann. Meinetwegen Salz, das ist ja direkt gefüllt schon. Das ist ja cool, weil ich muss ihn aber auf die Seite drehen, weil wir haben natürlich auch noch einen Standfuß dabei, das ist dieser hier. Wie macht man denn das? Musst du da rein? Achso, dann steht das so gekippt leicht. Warte. Hab ich noch nicht gesehen. Warte, ich muss fummeln, am Blick. Was wir alles haben, ne? Ja. So, und jetzt kann man es auf den Tisch stellen. Oh ja, das sieht gut aus. Tada. So. Sieht aber sehr elegant aus, das war ganz was anderes. Möchtest du meine Gewürzsammlung sehen?
Ja, also die würde ich sehr gerne sehen. Das ist echt cool hier, oder? So, wenn du mal ein Gewürz brauchst, zack, nimmst du den ganz einfach runter. Und Sie sehen hier an der Seite, an dem Gewürzspender, diese kleine Öffnung. Ja. Mal gucken. Wo ist der Rest? Da ist auf. So, kannst jetzt hier ganz, ganz krümelig abschütteln. Gut, dass ich Pfeffer erwischt habe. Ja. So, oder hier auch mal in größeren Mengen. So, guck mal hier. So, und zum Nachfüllen ganz einfach aufmachen und dann ganz einfach nachfüllen. Hier sieht man zumindest, was da drin ist. Eine ganz coole Variante, wenn du es nicht mehr brauchst, zack, hängst du es ganz einfach dran. Also sehr cool für 6 verschiedene Gewürze. Könnte ich mir auch mal 2 vorstellen, wenn du jetzt mal so eine schöne Gewürzsammlung hast. Ja. Der Gewürzkringel, habe ich mir sagen lassen, ist bei Frauen ja etwas verpönt. Männer stehen drauf, Frauen finden den fürchterlich. Ähnlich wie ein Messerblock. Mhm. Da gibt es auch immer wilde Diskussionen drüber. Das stimmt, ja. Stehen Männer drauf, Frauen wollen sowas in der Küche haben. Genauso ist das mit Gewürzen auch. Wer es etwas aufgeräumter und ein bisschen edler mag, der nimmt diese Variante jetzt hier als magnetischer Gewürzständer. Sehr, sehr cool, gefällt mir gut. Darf in keiner Küche fehlen, schreibt die Ronja aus Stolz. Ist praktisch, sorgt für Ordnung und wertet jede Küche auf. Sieht sehr elegant aus hier in diesem Edelstahl. Magnetisch, wie gesagt, das ist der Clou dran, dass da nichts runterfallen kann. Die Bestellnummer ist die NC2710 und die 569. Wenn Sie mehr als 6 Gewürze haben, bestellen Sie einfach mehrere davon. Ist auch ein super Geschenk. Es kostet nämlich nur 10 Euro, wie alles hier in unserer 10-Euro-Show. Ich liebe das, diese Überraschungssendung. Definitiv. Vor allem, wenn wir sowas ganz Neues haben, was wir noch nie gehabt haben. Ja, ne? ja. Also ich habe die noch nicht gesehen. Und nee, kann ich auch noch nicht. Das ist übrigens von Rosenstein und Söhne, die machen ja unsere Küchenprodukte. Die sind alle hervorragend. Oha, 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 oha. Die Sirene ertönt. Sie haben das Alarmsignal gehört und gesehen. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Preisalarm. Preisalarm bedeutet, hier ist ein Produkt, was radikal runtergesetzt wurde, wo wir jetzt ein gewisses Kontingent für Sie reserviert haben. Deswegen dürfen Sie es bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Aber das sind so LED-Teelichter. Die sind aber stark. Vor allen Dingen ist was Besonderes hier. Also es sind Solar-LED-Teelichter mit Dämmerungssensor, vor allen Dingen wetterfest nach IP44, also auch mal für den Außeneinsatz durchaus geeignet. Und jetzt sind wir hier in der 10-Euro-Überraschungsshow. Und deswegen habe ich hier nochmal eine richtig gute Nachricht für Sie. Sie bekommen insgesamt 8 Stück. Acht Stück. Wow. 8 Stück davon. Das ist genial. Ja. Das ist wirklich genial. Mit Solarpanel obendrauf? Nee. Du brauchst keine Batterien? Keine Batterien, gar nichts. Dämmerungssensor, das heißt, die gehen also bei Dämmerung bzw. bei schummriger Beleuchtung gehen die automatisch an, was natürlich für den Außenbereich super ist. Da musst du nicht mehr raus in die Kälte und hast trotzdem eine schöne Beleuchtung. Und die sind eben wind- und wetterfest. Wind- und wetterfest und gehen automatisch an bei Dämmerung, sind super schick und natürlich viel praktischer als Teelichter mit richtigen Flammen. Ich glaube, ich habe was von dem Pfeffer abgekriegt gerade. Sehen aber fantastisch aus. Ich habe auch ein bisschen Pfeffer abgekriegt. Ja, das war viel Pfeffer. Ja, die sehen wunderschön aus. Vor allem hier mit diesem Flammeneffekt, was so schön flackert. Und das Solarpanel, du hast es angesprochen. Man muss da nicht raus in die Kälte, um die wieder anzumachen. Ja. Also klasse. Und die Größe, schaut euch die mal an. Die sind größer als normale. Ja, ne? Ja, größer als normale und so praktisch. Über 5 Zentimeter. Es gibt ja diese LED-Teelichter, da muss man dann diese kleinen Batterien immer nachfüllen. Das geht teilweise bis so einmal die Woche, dass man das machen kann, wenn man die jeden Abend anhaben will. Die hier versorgen sich selber mit Strom, das ist doch genial. Das ist so hinstellen und genießen. Hinstellen, genießen und vergessen. Also einmal hinstellen, oder einmal anmachen, hinstellen und dann muss ich um nichts mehr kümmern. Ja, durch dieses Flackern sehen die natürlich auch total echt aus hier, wie richtige Kerzen. Und das Ganze hier mit einem Solarpanel, was hier oben drauf ist. Und es geht automatisch an, sobald die Dämmerung reinbringt. Wir gucken mal bei Pearl.de, was sie normalerweise kosten. Pui. Boah. 21 Euro bei Pearl.de. Das ist also ja echt eigentlich schon ein Schnapper, ne? Ja, also da kann man wirklich nicht meckern. Für 8 Stück, also die liegen normalerweise im Preis ja deutlich über diesen 21 Euro. Jetzt haben wir die für 10, das heißt den Preis mal eben lockerflockig halbiert. Und eine sehr schöne Idee von der Susanne aus Weihe noch bekommen. Die schreibt uns nämlich, habe die Lichter. Das ist bei Bremen. Ist bei Bremen, ne? Ja. W-E-Y geschrieben. Haben die Lichter um den Teich gestellt, geben ein tolles Licht und gehen jeden Abend an. Das ist großartig. Weil sie wind- und wetterfest sind, kannst du die ganz einfach draußen platzieren. Vielleicht aber ein schönes Windlicht oder was, muss nicht geschlossen sein. Kannst du also in die Wetterseite reinigen. Übrigens vollgeladen hält der Akku locker mal bis zu 8 Stunden. Boah. Das heißt also, wenn die irgendwann jetzt am späten Nachmittag angehen, bleiben die bis so, weiß ich nicht, 1-2 Uhr danach oder was in der Nacht bleiben die an. Und am nächsten Tag laden die sich automatisch
wieder auf. Diese Solarteelichter machen ein tolles Ambiente auf dem Balkon, auf der Terrasse und funktionieren einwandfrei. Das lästige Batterien wechseln ist auch vorbei, sagt uns der Dustin aus Totnau. Die NX8358 und die 569. Wunderschöner Artikel, ein Preisalarm. Bitte denken Sie dran, maximal einmal pro Besteller. Aber einmal sind in diesem Fall 8 Stück. Es sind 8 Stück und Preisalarm ist in der Regel innerhalb der 2 Stunden schon vorher ausverkauft. Da sollten Sie also schnell sein, wenn Sie die sich sichern wollen. 8 Stück, damit kann man eine ganze Menge anfangen schon. Ne? Um den Teich. Die Idee war schön. Oder kann man auch Badewanne. Badewanne oder eben im Außenbereich, mal so an der Terrasse, am Geländer entlang. Wenn du so einen kleinen Mauervorsprung hast, oh, aber, ist aber schwer. Hast du was Schweres gekriegt? Ja, ich habe was Schweres bekommen. Ein Stahltresor. Du schenkst mir ein Buch? Ich habe doch schon eins. Ich wollte, dass du mal ein bisschen liest. Ein Reiseführer über Paris. Ein Reiseführer über Paris. Mit einem kleinen Geheimnis. Le Paris, je t'aime. Warst du schon mal in Paris, Moni? Le Moulin Rouge. Ja, war ich schon. Hat's dir gefallen? Hat mir sehr gut gefallen. Paris ist schön, ne? Mhm. Paris hat so seine Geheimnisse, habe ich mir sagen lassen. Ich war auch schon im Disneyland. Ich auch? Disneyland Paris warst du auch schon? Ja. Das ist cool. Also, da war ich noch nicht. Das ist sehr cool, aber es ist viele Jahre her. Aber wie gesagt, Paris hat so seine Geheimnisse. Ja. Und so ist das auch mit diesem Buch über Paris. Das hast du sehr gut gesagt. Das ist meine Überleitung. Der Überleitungskönig heute. Fantastisch gemacht. Da ist nämlich ein kleiner Tresor drin. Und der Clou an diesem ist halt, dass man den Tresor von außen nicht sieht. Das sieht aus wie ein ganz normales Buch. Fasst sich auch so an wie ein Buch. Das sind nämlich echte Papierseiten, die da sind. Also wenn ein böser Bube bei Ihnen einbricht und Sie da Schmuck oder sonst irgendwas versteckt haben, wird er das nicht finden. Weil wer sucht schon so ein Buch über Paris aus dem Bücherschrank raus? Und dann fühlt sich das eben auch noch genauso an wie ein Buch und gibt Ihnen hier eben die Gelegenheit, so kleine Sachen zu verstecken. Für Kinder natürlich ideal. Ich hatte früher auch so einen kleinen Tresor. Ich habe den geliebt und alle meine Geheimnisse reingetan. Was hast denn du da? Ich glaube, ich habe da mein Geld verloren. Alles Monika-typisch Frau? Ja, ist ja gut hier. Dankeschön. Hat man ja schon mal so ein paar Kleinigkeiten. Bei Kindern ist das ja sowieso so. Die haben alle ihre kleinen Geheimnisse, gerade die kleinen Mädels, ja, ihre Schmuckstücke und ihre Liebesbriefchen und alles und ihre Mögliche. 5-Euro-Scheine. Das muss natürlich... Pass doch auf mit deinem Geld. 5-Euro-Schein verloren. Oh Mann. So. So. Ist natürlich auch ideal so als Geschenkverpackung, ne? Wenn du Geld verschenken möchtest zum Beispiel. Oder irgendwas anderes, das ist doch mal ein Riesengag. Das packt jeder aus. Im ersten Moment wundert man sich, warum ist dieses Buch so schwer? Warum kriege ich einen Reiseführer über Paris? Ja. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Eine Reise nach Paris, großartig. Oder so ein Reisegutschein nach Paris, das wäre doch der Hammer, oder? Ja, das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool. Das wäre doch der Hammer. Stimmt, das ist so gut. Ja, mit der Bahn kommt man, da auch relativ günstig hin, ne? Ja, wir waren damals ein bisschen guckst. Wir waren damals mit dem Bus da. Mit dem Bus war gefühlt sind wir 3 Tage hingefahren. Ich war einmal hingeflogen und einmal mit der Klasse. Wir haben unsere Klassenfahrt dahin gemacht. Ah, okay. Ja. Auch cool. Ja, Paris ist großartig. 16 Stunden im Bus. Ja, so ungefähr. Carsten, vielleicht wünsche ich mir das zu Weihnachten. Eine Reise nach Paris? Ja, ach so. Mit diesem Tresor. Nein, also ich nehme dich auch gerne mit, aber du kannst mir einfach die Reise schenken. Also wenn Sie Moni eine Reise schenken, nimmt sie mit nach Paris. Der Einband ist aus Karton, Paris? Die Innenseiten aus Papier. Und die Irmgard aus Berlin schreibt, passt super, super gut in meine Bücherwand und sieht täuschend echt aus. Ja, ganz ehrlich, kein Mensch vermutet hinter einem solchen Buch einen Tresor. Niemand. Ja, niemand. Das sieht wirklich sensationell aus. So, jetzt hast du dir meine 5 Euro eingesackt, oder was? Das zu fassen. Die behalte ich jetzt. NX1479 und die 569 ist die Bestellnummer hierfür. Auch das können Sie bis zu 5-mal bestellen. Das ist kein Preisalarm. Alles, was kein Preisalarm ist, dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen hier. Und das ist doch mal ein echter Gag, eine echte sinnvolle Sache hier, wenn Sie Sachen verstecken wollen. Oder für Kinder eben auch. Ich finde das toll, wenn Kinder ihren eigenen Tresor haben. Sicher verschlossen mit einem Schlüssel. Ja, Fanny, jetzt überleg mal bitte, was kriegst du für 10 Euro in Paris? Da kriegst du nicht mal einen Kaffee. Dann nicht mal einen Kaffee am Eiffelturm für. Paris ist so preisgünstig. Hier kriegen Sie ganz einen Tresor dafür. Und ein Buch. Und ein Buch. Ja. Cool. Jetzt bin ich gespannt, was als... Achso, das ist so ein bisschen schwer. Ein bisschen schwer. Dankeschön. Schön. Vielen Dank. Wollen wir das mal zusammen auspacken, liebe Zuschauer? Nee, mach's doch heimlich. Was ist das denn? Ein Laptop. Was? Ein Zubehör für ein Laptop. Ein Zubehör für Laptop? Guck mal, was das ist.
Das ist eine Webcam. Das ist eine Webcam. Eine Webcam? Aha. Eine Webcam für 10 Euro. Nee. Das ist schon mal der Hammer. Das ist ja cool. Warte Sie mal. Haben wahrscheinlich eine Webcam eine in Ihrem Computer. Eine HD-Webcam sogar. Wow. Also für 10 Euro großartig. Und die kann man auch noch im Winkel verstellen. Und das jetzt als Zubehör für an den Rechner, oder was? Als Zubehör an den Rechner. Kannst du die ganz einfach an deinen Rechner ranmachen hier. Mit so einfach ranzuklemmen. Aber hier sind Clips dran, oder? Genau, da sind Clips dran. Und dann steckst du den einfach in deinen Laptop. Oh, an der Seite in einen USB-Port. Oder? Das wird automatisch erkannt. Da brauchen Sie keine Server, keine sonst irgendwelche Sachen da noch konfigurieren. Das wird automatisch erkannt und dann haben Sie eine fantastische Kamera. Die Kamera ist deutlich besser von der Auflösung als alles, was Sie bei sich am Rechner dran haben, weil die halt zum Beispiel schon mal dieses Licht dabei hat. Das heißt, hier wird alles optimal ausgeleuchtet. Das finde ich spitzenklasse. Das ist richtig klasse. Ist aber heutzutage gehört bei einem neuen Laptop hier eine Webcam, ich sag mal, doch zur Standardausstattung. Ja. Ja? Und ich sag mal, gerade auch so in Pandemiezeiten, Corona-Zeiten, hat sich ja dieses Telefonieren übers Internet, also dieses von Angesicht zu Angesicht telefonieren, Skypen, FaceTime, all sowas dann eben da oder Team-Meetings und so weiter, also als absolute Sensation herausgestellt. Das machen viele heute noch. Ja. Nur wenn du jetzt ein älteres Gerät da stehen hast oder einen Computer da stehen hast und hast keine Webcam, dann siehst du natürlich alt aus. Ja. Ja, dann da hört sieht man die Sprecher. Ich finde das mit dem Licht hier so fantastisch, weil man hier perfekt ausgeleuchtet ist, auch wenn man mal vor einem offenen Fenster ist. Man ist natürlich viel flexibler als die Kamera, die hier drin ist. Ja. Und ich weiß es, bei meinem Laptop zum Beispiel ist die Kamera hier unten drin. Das heißt, man wird immer so von unten gefilmt. Ja. Das ist so unvorteilhaft. Hier kann man die frei positionieren. Die hat eine sehr gute Auflösung und sehr gute Qualität. Eine richtig klasse Kamera für Macintosh, also für Apple-Rechner und für Windows-Rechner. Die wird sofort erkannt. Plug and Play heißt hier die Technik. Und für 10 Euro ist das echt der Hammer. Also per Plug and Play anzuschließen. Und das weiß auch die Anja aus Jüterbog zu schätzen. Völlig unkompliziert und funktioniert einwandfrei. Super bei Videogesprächen im Online-Unterricht, ja. Ach Gott, das gibt es ja auch. Ja, Schüler, Studenten und so weiter. Ist ein Riesending. Es gehört einfach zu unserer Zeit dazu. Und der Benno aus Halle ergänzt euch, nutze die Kamera zur Zugbeobachtung in einem sehr langen Tunnel. Zur Zugbeobachtung in einem sehr langen Tunnel. Ja, weißt du, so eine Modelleisenbahn oder sowas. Da kannst du diese Kamera dann aufbauen. Und siehst dann immer, was da in dem Tunnel passiert. Durch das Licht wird natürlich auch noch alles ausgeleuchtet. Das ist cool. Also viele Anwendungsmöglichkeiten. Und 10 Euro nur. Ja, sehr cool. So, PX bis zu 8311 und die 569. Wir machen weiter. Das war sehr süß. Danke. So, hier haben wir jetzt Das ist ja ein Potpourri aus bunten Lämpchen hier. Oh, mit Solarpanel? Ja. Das ist cool. Das ist cool. Viele Leute machen sich Gedanken mit diesen Weihnachtsbeleuchtungen dieses Jahr, weil das natürlich Strom kostet und Stromverschwendung ist für viele Leute auch. Die hier funktioniert mit Solar und leuchtet richtig, richtig hell. Vier Farben haben wir hier drin. Die hat 100 LEDs, ist natürlich auch für den Außenbereich geeignet und 10 Meter lang. Da kann man mal den ganzen Garten ohne schlechtes Gewissen so richtig illuminieren, ein Lichterfest veranstalten. Ah. Das sind diese Büschellichterketten, das heißt, die verknoten auch nicht. Büschellichterketten, ja. Vor allem, man sieht ja eigentlich jetzt gerade jetzt, wo es so ein bisschen schummriger ist im Studio, von der Lichterkette an sich sieht man nichts, man sieht nur die Lämpchen. Ja. Und die kann man jetzt eben, so wie Monika das hat, im Dauerlicht einstellen oder jetzt eben in der anderen Variante mit Blinken. Finde ich sehr schön. Aber du hast vollkommen recht, mit diesen Solarpanels ist ein Riesending im Moment. Bei den aktuellen Strompreisen ab Januar wird's ja nicht mehr günstiger. Nutzen natürlich viele die Gelegenheit, ganz einfach dann doch über Tageslicht, über ein Solarpanel jetzt hier, so einen Akku aufzuladen und dann ganz einfach am Abend quasi umsonst laufen zu lassen. Umsonst und ohne Energieverschwendung. Sehr grüner Strom, umsonst. Keine Kilowatt, keine Batterien, kein gar nichts. Die ist 10 Meter lang, hat 100 LEDs. Das ist auch schon mal eine Marge. 10 Meter lang? Ja. Boah. Und du kannst sie bis zu 5 Mal bestellen hier. Viel teurer. Also eine 10 Meter lange Lichterkette für außen geeignet sogar, mit Solar für 10 Euro ist ein Knaller. Die hat sogar einen Dämmerungssensor. Das heißt, die schaltet sich bei Dunkelheit automatisch selber ein. Ach ja. Die hängst du einmal auf und brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Also ähnlich wie die Teelichter eben. Ja. Perfekt. Einmal aufgehängt, eingeschaltet, fertig.
Alles andere passiert automatisch. NC3958 und die 569 ist die Bestellnummer. Denken Sie dran, Sie können hier 5 bestellen. Können Sie Ihren Garten in ein Winter Wonderland verwandeln. Super, hier eben eine LED-Lichterkette, die den Strom von Solar holt. Wir hören gerade, dass unser Buchtresor auch schon sehr stark nachgefragt ist. Die Uta hat bestellt. Uta, alles richtig gemacht. Sie werden viel, viel Spaß damit haben, jetzt gerade zur Weihnachtszeit. Das ist schon cool, super, oder? Geschenke hier zu holen. Also das fand ich, den Buchtresor fand ich richtig cool. Ja. Kann ich die Uta verstehen. Kannst kaum abwarten, was wir als nächstes bekommen. Jetzt darf ich wieder auspacken. Ja. Super, danke, Moni. Ich fand die Lichterkette aber auch klasse. Also mit 10 Meter für 10 Euro. Ja, das ist was für dich. Das ist was für uns alle drei, würde ich sagen. Moni, willst du auch einen? Ja, die sind großartig. Die sind großartig hier. Unsere Hubschrauber-Centers, heißen die so? Selbstfliegender Hubschrauber-Center? Ja, heißen so. Mit bunter LED-Beleuchtung. Warte, ich mach meine auch an. Zack. Und dann schwebt er von ganz alleine. Schauen Sie sich das mal an hier. Für Wichteln, für Firmenfeiern, für Kinder. Und die reagieren auf Abstand. Das heißt, das kann man dann machen wie mit so einem Ballon. Man schüttelt ihn einmal, dann springt er an. Und jetzt werfen Sie ihn einfach in die Luft. Schauen Sie mal, wie schön der fliegt. Hier, ganz einfach, von unten, ab und zu mal mit der Hand. Der hat Sensoren, der hat kleine LEDs dran, dass man den eben richtig schön fliegen lassen kann. Das macht einen Riesenspaß. Ja, jeder kennt das mit klassischen Ballons. Ja? Ja. Also wenn man jetzt irgendwie einen ganz normalen Luftballon hat, dass man dann automatisch damit anfängt zu spielen. Das ist bei Kindern so, aber auch bei Erwachsenen ist das so. Und der hier, der hat quasi einen ähnlichen Effekt, nur dass das eben kein stinknormaler gelber, grüner, blauer Ballon ist, sondern eben ein Nikolaus, ein Weihnachtsmann. Da fliegt er hin. Das macht echt Spaß. Wir haben hier einen Spaß damit. Wirf mal nach oben. Guck mal, der dreht sich sogar. Das ist doch der Hammer. So ein kleines Spielzeug, so viel Spaß. Also die können sie drinnen fliegen lassen, die machen nichts kaputt hier und fliegen dann von ganz an. Fliegen von ganz alleine. Also Sie sehen das hier bei uns auf der Bühne. Das ist ein fliegender Weihnachtsmann. Ein fliegender Weihnachtsmann, also, den man selber steuern kann auch noch. Also Präzision ist hier das Stichwort. Achtung. Komm mal hier. Moin. Gleich landet er unter der Tischplatte. Nee, er ist... Moni? Nee. Komm. Lass uns schieße mal richtig hoch in die Luft. Jetzt ist er unter Moni. Ja. Er ist unter Moni. Er ist unter Moni. Hast du gesehen, wie Moni geguckt hat? Die manche Sätze, die passen für dich nur hier in den Zusammenhang. Ein spaßiges Teil, weiß auch der Florian aus Querfurt zu schätzen. Aus Querfurt? Klar. Klar. Klare Kaufempfehlung. Und easy in der Anwendung und ein echter Eyecatcher. Cool. Schreibt die Rebecca aus Baltham. Der fliegt und fliegt und fliegt hier. Schauen Sie mal. Ja, ich muss ihn jetzt wieder anmachen. Ja, funktioniert mit Akku übrigens. Wir gehen gleich mal raus und spielen mal eine Runde. Draußen macht das natürlich noch viel mehr Spaß. Ne? Ich glaube, das war's auch schon. Echt, das war's schon? Ja, sind wir schon fertig? Wir sind schon durch. Ja. Aber es war schön, oder? Hat richtig tolle Produkte gehabt. Ne? Echt genial. Der Buchtresor, großartig. Und die Lichterkette, klasse. Also ich liebe diesen Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist auch klasse. Sehr, sehr schöner Artikel. Bleiben Sie bei uns, geht direkt danach weiter.